Diese Woche haben wir die Jugend mit dem Thema Plastikmüll konfrontiert. Wir wollten wissen, ob die EU zu lasch mit dem Umweltschutz umgeht. Also zu lasch würde ich jetzt sagen, weil sie haben ja jetzt die Einwegplastiksackerln verboten. Aber ich finde es immer noch lasch, weil sie könnten zum Beispiel wie in Deutschland einen Pfand auf die Flaschen machen. Weil ich finde es schon ein bisschen bedenklich, dass nur ein Drittel des Plastiks in der EU überhaupt recycelt wird. Ja, ich finde ja, vor allem, weil sich einige Länder an sich selber davor scheuen, irgendwelche Gesetze durchzubringen, die das fördern würden. Und ich finde, die EU ist jetzt in einer Lage, die sich sehr positiv auswirken kann. Ich meine, die können jetzt ein gesamtes Gesetz für alle Länder durchbringen, aber so weit sind sie leider noch nicht. Ich meine, da wird es nicht ausreichen, die Strohhalme zu verbieten. Definitiv, und zwar ist das Problem, sie reden immer von CO2-Steuer, aber was bringt es der Mutter Erde, eine CO2-Steuer einzuführen, wenn man aus der Kohle austritt, wenn man aus der Atomkraft austritt, wenn es nur immer Braunkohle gefördert wird und alles. Also wenn sie wirklich nachhaltig sind, muss man mehr auf erneuerbare Energien setzen. Und da finde ich, machen auch die Liberalen und die Umweltschutzparteien den Fehler, wenn man ein Wasserkraftwerk baut, sollte man das Wasserkraftwerk bauen, weil es saubere Energie ist. Und nicht sich darum kümmern, weil da irgendein seltener Frosch einmal im Jahr leicht. Ich finde, man sollte halt wirklich dann in die Zukunft denken und nicht nur immer im Moment stecken bleiben. Es gibt zwar gute Bewegungen in die richtige Richtung der EU, indem sie Plastikmüll versuchen zu verhindern. Aber der meiste Umweltverschmutzung kommt immer noch von den großen Firmen. Was man, glaube ich, als Bürger machen muss, dass man einfach für eine gute Umweltpolitik wählt. Oder sich einfach selber organisiert, wie jetzt zum Beispiel Fridays for Future, wo es jetzt gerade in Füssen zum Beispiel auch mit der Schule Leute gab, die da mitmarschiert sind. Und ja, einfach das Thema mehr in den Mittelpunkt rücken. Ja, ich finde ja. Also ich mag es zum Beispiel an der Schule. Schulintern da irgendetwas zum Regeln, dass man sagt, PET-Flaschenverbot oder so, das ist sehr schwer, das Alluren finanziell auf die Beine zu stellen. Es machen schon viele Schulen, aber sie kriegen jetzt EU-weit, haben sie keine Vorteile davon. Also es gibt viel zu wenig Förderungen. Ich finde, da muss man echt noch viel tun. Und auch große Betriebe zum Beispiel, sage ich jetzt mal, das ist viel zu lasch. Ich finde, da muss man einfach, ja, auch wenn es vielleicht manchen noch nicht passt, aber wenn man da gemeinsam dran arbeitet, ich finde, da kann man wirklich noch viel mehr tun.